Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Onkel, wieder mit am Start, das ist der Crazy Freak. Ja, yeah, der Onkel hat einen Knüppel in der Hand. Genau, ich habe eine Axt in der Hand. Oh yeah. Oh mein Gott, der Axtmörder. Und ja, wir sind jetzt. Kann man das eigentlich hier mit dieser. Das ist komisch, ne? Wenn du rausguckst, ach, guck mal, ist das irgendwie hell, ne? Versuch mal rauszukommen. Nö, hast du zugemacht. Geht. Hast du eingesperrt. Cool. Coole Sache. So, ja, jetzt wollten wir hier ein bisschen noch unser Haus ein kann bisschen. Kann ich aber auch machen. Ich hab die andere Tür zugemacht. Wow. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was genau wir jetzt machen wollen. In unserem Haus. Ich hab grad einen Bug entdeckt. Ich hab die Tür zugesperrt, kann's aber nicht mehr aufsperren. Aha. Doch. Geh mal zu der anderen Tür. Also auf der anderen Seite. Die ist gesperrt hier, sozusagen. Dass wir den Mist hier wegmachen, den ihr da crazy verzapft hat. Was ist das für eine Logik? Aber ich kann es aufschalten machen. Das macht keine Logik. Das macht keine Logik. Okay, ja, wie bauen wir jetzt hier weiter aus? Das ist halt das Ding. Wir müssen uns noch ein bisschen mehr schützen. Wollen wir uns einen Graben drumherum bauen oder wie wollen wir es machen? Ja, diese Holzspitzen, die sind ja auch noch nicht komplett. Ja, wollte ich erstmal auf jeden Fall außenrum. Okay. Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht wie, aua. Lauf noch genau rein, ne? Du warst das jetzt. Ja. Weiß nicht, wie man die baut. Warte, ich geh erstmal rein. Heim, Outhood. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, ich bin in die Spitze reingelaufen. Alter, das geht so schnell. Mhm. Ja, ich hab zweimal getroffen oder dreimal und tot. Also da bin ich mit Dings abbauen, mit bumm. Was? Da bin ich mit der normalen Steinhacke bin ich da besser dran, den Stein abzubauen. Alter, was denn jetzt? Ich hab nichts gemacht. Bin schon wieder fast tot. Was ist denn los? Es ist so übelst. Übelst! Ja, wir sollten uns auf jeden Fall jetzt immer umgucken. Diese Holzdinger hier. Zwar schön, aber naja, Resultat habt ihr ja jetzt gesehen. Und ich kann meinen Rucksack nicht looten. Alter, was denn jetzt? Oh, nur an der einen bestimmten Stelle, ne? Ey, es ist so übelst. So, Handschuhe ist auch blöd mit den Handschuhen und so, dass du es jedes Mal neu hinmachen musst. So. Was hast du denn für eine Idee, wie wir hier das Haus noch ein bisschen ausbauen? Okay, du willst die Spitzen noch machen, aber irgendwie. Ich hätte ja vielleicht sogar die Idee, dass wir. Kommen Sie mir mit Ideen. Wir bauen einfach nach oben aus. Ich würde sagen, unten das lassen wir und nach oben bauen wir jetzt einen kleinen dünnen Gang nach oben. Dass die Zombies sozusagen oder können Zombies Leitern steigen, weißt du das? Buh, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weiß ich nicht. Wenn wir hier jetzt wirklich wär's, ne? Wenn wir jetzt hier überrannt werden sollten am 7. Tag. Wenn. Ist es da nicht besser, einen Schutzraum zu haben, den wir mit der Leiter erreichen? Ja, geht schneller, ne? Ist man schneller oben als wie mit einer blöden Treppe, sag ich jetzt mal, ne? Weil bei der Treppe können ja bestimmt die Zombies hin. Und bei einer Leiter, da passt ja nur. Nee, ich hab's wieder gemacht. Da passt ja, wenn überhaupt, nur ein Zombie rein, ne? Auf so einer Leiter. Denke ich mir mal. Ich hatte. Das aus Stoff und das aus Stoff.
Hätte auch Handschuhe aus Stoff, oder? Ich habe Handschuhe aus Stoff an. Du verarschen hier. Weg. Ach nee, ich hatte Schutzhandschuhe, deswegen, die ich gefunden hatte. Weil die sind noch geiler. Mhm. Ja. Blöde Eule, sehr ruhig. Und das, jetzt gucke ich mal. Was kann man denn machen aus Metall? Ich gehe nach Hause, weil ich habe Angst. Wir könnten aber eine Holzleiter machen. Ja, wir könnten die Holzleiter machen, wenn ich mal nicht zu doof wäre, diese zu fertigen. Wo ist denn das? Bei Haus, ne? Alles, ne? Ich mache mal 5 Stück. Holzleitern, Holzklotz. Da werde ich nämlich sagen, dass wir uns nach oben beide ausbauen und verbreitern dann das Haus von oben, also dass wir eine Etage drüber sind. Aber wie ich auch gelesen habe, müssen wir stützen. Das heißt, wenn du jetzt weiter. Weil sonst kracht irgendwann ein. Ja, ne? Genau, das ist nämlich hier bei dem Spiel so gegeben. Ja, bei Minecraft oder so, das geht's ja auch. Weißt du? Aber hier geht's halt. Also nicht. Müssen wir jetzt hier praktisch erstmal uns stützen setzen. Wenn ich dann draußen, wenn ich das auch weiter. Man kann doch aber jetzt schon die Stützen setzen. Oder nicht? Weiß ja nicht, wie weit. Müssen wir dann gucken, wie weit ich rausgehe oder so. Okay, du bist schon oben. Ja. Nee, nicht ganz. So. Aber trotzdem kann ich doch schon mal hier irgendwie an den Ecken oder. Ach nee, geht gar nicht. Ja, ja eben, du weißt ja gar nicht, wie weit ich rauskomme. Wie weit ich raus bin. Ja, so oder so muss erst. Muss ganz unten eine Stütze. So oder so. Wenn du da oben drüber baust. Das ist logisch, das ist Physik. So. Haben wir Holzpfosten oder Holzstützen? Ich weiß es nicht. Holzrahmen? Ne, es gibt ja nur Holzpfosten. Warte mal. Okay, kommen wir jetzt hier wird weiter, wenn ich Rasen jetzt. Rasen verwendet. Nee. So, okay, wo habe ich jetzt nochmal. Säule. Das brauche ich hier. Holzschindeln. Holzstufen. Holzschindeln. Sag mal, du wolltest mir doch heute Mittag irgendwas erzählen von Blizzard und von so Sachen. So Sachen? Was? Hm? Von dem Cheat-Dings-Bums. Genau. Ja, irgend so eine deutsche Firma, fragt mich nicht, wie die heißt. Die haben so eine komische Cheat-Seite und die wollen jedenfalls Geld dafür haben, haben auch schon etliche dafür bezahlt. Und Blizzard hat jetzt, aufgrund dessen, weil es eben illegal ist, ne, weil ist ja ein Online-Spiel, also was war es, Overwatch? Ja. Haben die jetzt deswegen verklagt, weil sie eben ja Cheats sozusagen verkaufen. Beziehungsweise die verkaufen keine Cheats an sich, sondern sogenannte Trainer. Dürftest du ja kennen, ne? Oder? Achso, ja, aber sind denn nicht normalerweise Cheats schon vom Entwickler so eingeplant? Ja. Ja, jein, sag ich mal so. Aber eigentlich ja nur für. Sag mal, für Präsentationen und sowas, ne? Wie sie jetzt zum Beispiel Trailer machen oder so, dafür nutzen sie ja auch Cheats, aber für nichts anderes, eigentlich. Ja, und aber eigentlich ist das ja, ist das vorher geplant. Deswegen, wieso tun sie da jetzt. Ja, natürlich ist es geplant, aber es. Was heißt geplant? Es ist aber nicht so ja, vorgesehen, ja, dass man im Online-Spiel rumcheatet. Ne? Ja, ist klar, aber weil du sagtest, du hattest halt wieder gesagt, der hat Cheats erfunden und sowas. Ich dachte, das ist halt. Erfunden hat er es ja nicht. Er hat so ein Cheat-Programm halt. Oder Programme in dem Fall. Und verkauft den Scheiß halt. Es ist irgend so eine große Firma, eine deutsche Firma sogar.
Und die wurden jetzt halt verklagt von Blizzard. Also ich fand das schon krass. Also Cheats überhaupt zu verkaufen, ja, das ist ja schon, also finde ich, no go. Tut mir leid, also. Nee. Nein, wir kennen es ja noch von früher, so mit den Cheat-Heften und was es da alles gab. Aber das waren ja ganze Sammlungen. Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt, das geht mir so auf. Ach so. Ich wollte gerade sagen, hey, was ist denn jetzt? Was brauchst du denn? Was, wie, was war doch irgendwas mit. Wo sind denn die ganzen First Stütze? Aid Kits? Ey, ich hatte hier 10 Stück reingelegt, da sind keine First Aid Kits mehr da. Ich hab 4 mir genommen. Mehr nicht. Sind alle weg? Ich hab mir 4 Stück nur genommen. Ich hab mir nur 4 Stück genommen. Ein Ding. Und zwei waren's. Eins habe ich mir genommen. Ist doch gar nicht. Das ist wie bei mir. Bei mir verschwinden auch komischerweise Sachen. Hup. Weg. Ja. Langsam wird's wieder hell draußen. Dann kann ich auch wieder Holz damit gehen. Würde ich mal sagen. Voll dazu, ich schaue schon wieder unten hin. Ey. Ich habe wieder L3 gedrückt, ne? Das ist. Boah, Alter, langsam musst du es doch mal drin haben. Nee, hab ich aber nicht. Wird sich nie ändern. Irgendwann haben wir irgendwie riesen Kisten, ja? Und Onkel drückt L3. Das ist mein Problem. Aber ich glaube, größere Kisten wie so gibt's, glaube ich, gar nicht, so wie es aussieht, ne? Weil es ist ich ja schon voll. Ja gut, vielleicht mehrere Seiten vielleicht, aber. Ja. Was brauchte ich denn jetzt noch, um eine Axt herzustellen? Axt. Werkzeuge, ne? Mhm. Wo ist die Axt? Ach, Steine, Dings und das. Hm, alles klar, Steine brauche ich. Steinaxt. Ach, Steinaxt wolltest du haben. Genau, weil Stein, ich brauche. Fasern, Holz. Alles klar. Danke dir. Aber die Federn Fasern sind in der Kiste drin. Die Federn, die haue ich mal mit zu den Waffenteilen. Weil die nutzt ja für Pfeil und Bogen. Ja. Gehört, Pflanzenfasern sind in der Kiste drin. Okay. Mit der Axt. Alles klar. Ich hab schon und Holz haben wir auch und Stein dürfen wir auch haben. Ja. So. Theoretisch. So. Dingsbums. Das brauche ich, das brauchen ich, wir das jetzt hier wegen Stützbalken Gedöns. Nochmal die Frage. Ich weiß nicht, was man findet. Keine Ahnung, muss mal gucken. Wo gibt's denn den Stützbalken? Es gibt einen Holzpfosten. Oh, der ist nicht dafür gedacht, der ist für Pflanzen. Wird für Rasen verwendet. Holzrahmen. Holzplatte, aber keine. Wo sind denn die Stützbalken? Ich hab doch vorhin Stützbalken gesehen. Hölzerner Stützbalken. Wird für Rasen verwendet. Auch. Was denn? Also die Stützbalken, so wie auch hier diese, hab ich gesagt? Keine Ahnung. Holzpfosten wird für Rasen verwendet. Mhm. So, ich würde jetzt dich mal gleich um was bitten. Ja, bitte. Was? Brauchst du Holz? Weil du hast ja immer so Bewegungsprobleme und bist so ein kleiner, ja, Legastheniker in der Sache. Würdest du mal versuchen, bitte hier in den ersten Stock hochzukommen, schnell, also das, ob du hier hochkommst, ob die Leiter ausreicht bis dahin, wo sie ist. Eine Leiter? Da ist eine Leiter. Ach, hier, auch die sieht man ja kaum, die hat dieselbe Farbe wie Dings. Mhm.
Hatti. So kommst du nicht hoch, musst du einmal springen. Ja, ich weiß, ich habe unten kein Zink gebaut. Doch. Jetzt? Du sollst hier hochkommen. Ich bin wir noch wissen, da, ob du es schaffst auf, in der Geschwindigkeit, wenn die Zombies unten angreifen, ob du dann hochkommst. Das ist doch ein Fluchtraum hier oben. Sozusagen. Ich pack's. Bei mir ist es wurscht, wie es ist. Aber du bist ja auch noch so ein, wie gesagt, Legastheniker. So. Das Blöde ist, muss ich sagen. Boah, Alter, ist das blöd mit hoch und runter? Das ist ja behindert. Also wenn du runter willst und du gehst auf die Leiter, wenn du nach oben drückst, gehst du runter. Statt nach unten drücken. Mhm. Ja. Na, runter ist jetzt auch nicht gerade so wichtig wie hoch. Ja, es geht schon. Okay. Das wir machen das immer Stück für Stück. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Scheiße. Ja, es geht schon. Ja. So schnell sind die Zombies ja sowieso nicht. Ja, ich weiß bloß nicht, ob die Treppen steigen können. Das weiß ich nicht. Dann machen wir schnell hier dicht. Sofern wir Holz anstecken haben. Ne? Aber noch hier außenrum absichern? So Holzzaun oder sowas in der Richtung? Wie meinst du das jetzt? Ja, klar, mach noch. Aber das Ding ist, das Haus geht jetzt noch weiter nach außen dann gleich, ne? Also. Von daher zieh den Zaun nicht. Deshalb habe ich ja gefragt. Wie weit du da außen rum bauen willst. Das ist das Ding. Weiß ich jetzt noch nicht. Okay, ich muss von unten anfangen zu bauen. Holzschindel. Pass auf, ich probiere jetzt mal aus, wie weit ich rausbauen muss, um dass es runterkracht. Wenn ich das ganze Haus einkracht. Eins, zwei. Woher weißt du das? Vier, was denn? Wo weißt du denn, wenn es runterkracht? Sechs. Hä? Sieben. Ah, sieben Stück. Siehst du denn das? Weil es runterkracht. Ich habe hier nichts ausbauen gesehen. Na hier. Na, aber das Blöde ist bei den Holzdingern. Sieht halt alles für Rasen geeignet. Nee. Basen! Boah, Basen! Ey. Boah, hol dir doch mal eine andere Brille, Alter, das ist ja Wahnsinn! Nein, die Buchstaben sind einfach blöd, das ist einfach blöd. Weil alles groß geschrieben ist auch, das kommt auch noch erschwerend hinzu. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier. Sieben habe ich gesagt, ne? Vier. Du hast nichts gesagt. Glaube ich, was gesagt. Nee, ich habe nicht zugehört. Na super. So. Also ich habe jetzt mal ein paar Holzpfosten gebaut. Also sechs machen wir. Du Pfosten. Guck mal, tu mal hier unter den fünften mal so ein, oder unter den, da oder fünften mal so eine Stütze. Erstmal muss ich runterkommen. Ja, er stellt sich wieder an wie so ein Auto. Er hat die Tür offen gelassen. Drecksack. Ja. Wo ist jetzt der Balken? Oh, Alter, willst du mich verkackeiern? Also hier, warte, unter. Hä? Hier, unter, Holzposten. Unter den hier, ne? Den ich jetzt gerade ja schon markiert habe. Wo? Oh, was? Ich hab dir gerade hier was markiert. Wie hast du denn was markiert? Na oben, der einzigste, der es schon gemacht ist. Mein Gott, bist du blind. So. Da kann ich nichts bauen. Kann ich schon, aber bisschen sehr klein. Wie, sehr klein? Weil hier ein Loch ist. Das ist kein Loch. Klar ist hier ein Loch, Alter. Hier. Dicker, fetter Graben ist hier. Ja, ein kleiner. Hm. Musste ich machen. Weiß nicht, wie man hier Erde auffüllt. Weiß ich nicht.
Deshalb, dann muss ich. Dann reicht das nicht. Dann muss ich die anderen bauen. Stützbalken. 1, 2, 3, 4. So lange dauern würde. 5 Sekunden pro Balken. Oh, wie schlimm. Ja, ist es auch. So, brauchen wir noch Holzrahmen, 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 So. Das ist selbe in grün, das reicht auch nicht. Hier, pass auf, da, guck mal, da hast du einen. Da hast du Stützbalken. So, so viel dazu. Das ist ein Stützbalken. Ja, und jetzt hast du den hingebaut. Kann man den jetzt irgendwie abbauen? Den kann man aber auch nicht einsammeln, verdammte Scheiße. Das ist ein Stützbalken. Also, der stützt halt nur. Den muss ich hier. Hier muss der hin. Pass auf, hier. So. Siehst du? Okay. Der stützt. Na, direkt gut. Hier. Warte mal, was ist denn, wenn ich so? Oh. LOL. Ja, ich wollte diesen Stützbalken halt oben schräg, weißt du, und dann unten halt hin, weißt du? Einmal schräg runter, weißt du? Hätte ja vielleicht klappen können. Aber wie du siehst, ist alles zusammengekracht. Was ist denn das? Wozu ist denn der Holzpfosten da? Wird von Basen verwendet? Der ist noch Holz? Kleiner. Ein Bauwerkzeug. Ein Holzpfosten. Hier, ich baue die mal hin. Hier. Ja, ist ja richtig, aber die kannst du vielleicht auch übereinander machen, hm? Siehst du? Jetzt bist du halt bloß hier, jetzt gleich mal richtig gebaut, aber nö. Ja, dann bauen halt ab und bauen die hin. Ja, aber trotzdem, du könntest trotzdem mal dieses. Hast du noch so ein paar Schräge? Jetzt könnte es ja wenigstens synchron sein. Wie heißt es? Symmetrisch sein. Das ist jetzt richtig so? Ja. Ich weiß es nicht. Aber höher geht nicht. Nicht? Höher komme ich nicht. Oder? Nee, ich habe keine Holzpfosten mehr. Haha. Wo sind sie? Oh, wie heißt denn die? Such auch gerade. Holzpfosten. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, voll. 5. So. Boah. Das ist halt echt blöd mit dem Bauen, ne? Dass es so lange dauert. Jedes einzeln. Ist halt so. Stopp mich ja, überhaupt ist halt nicht. So. Ist halt schön doof so. Warum? So macht man es doch auch. So macht man es doch in echt. Du kannst ja nicht 1000 Stützbalken auf einmal machen. Da wird doch alles in Massenproduktion gemacht. Was ist das jetzt schon wieder? Alter, bei mir ist ein Zombie und du doof klotzt nur zu. Alter, auch gerade gesehen, Alter. Och, jetzt leckt das. Boah, Alter. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Den erstmal wegmachen. Ja, das könnte dauern. Okay, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte hier den da machen. So. Auch nicht. Den da wollte ich machen. Das brauche ich für alles Seiden. 3, 3, 6, 9, so. Ja. Bitteschön. Oder? Nee, da muss noch einer drauf, ne? Ja. So. Nee. Kann ich aber nicht. Noch einen kriege ich nicht drauf. Kollege. Ja, warte mal ab, bitte. So, Holzrahmen, ich bin noch am Bauen. Oh, ist das nervig. So, hier. Was denn? Was ist denn nervig? Na, dieses mit dem Mauszeiger da rum zu hantieren. Ich würde sagen, wir machen mal. Ja, 100 brauchen wir definitiv ja. Noch. Ich mach mal 100 Dinger halt. So. Machst du ein 100? Was? Wie machst du 100? Wie ich 100 mache? Bist du in 3 Stunden noch nicht fertig.
Ne. Kann doch fertigen, du musst doch nicht zugucken. So. 3, 4. Ja, aber. Ja, genau richtig. Ja. So. Nee. Ja, einer fehlt noch. So. Und hält das jetzt? Warte mal, jetzt muss ich mal. Ja, ich wage es zu bezweifeln. Warte, ich probier mal. Weil das ist ja dann auf einer Seite. Aua! Och Mann! Boah, wie kann man da mal wieder reinrennen, ey? Weil ich deine Konstruktion angeguckt habe. Ich habe deine Konstruktion angeguckt und bin dadurch eben da reingelatscht. Lach nicht. Sehr schön. So, okay, dann machen wir das hier noch ein bisschen synchron. Symmetrisch. Du kannst doch gerne synchron machen. Und. Mein Rucksack wieder her. 1, 2. 1, 2. Jetzt haut das hier wieder nochmal hin. Jetzt haut das hier wieder nicht hin, verdammte Scheiße. Das ist doch Kacke. 1, 2 und tralalai. Machen wir das hier wieder weg. Deine Mutter ist ein Ei. Ja, das Schöne ist, ne? Also, dass ich mal drum kümmert und das ganze Zeug. Ich sitze da jetzt hier und guckt mir die ganze Zeit zu. Ich zieh mich an! Er zieht sich an! Ja, Wahnsinn! Tag 6 und er zieht sich an, weißt du? Im Gegensatz zu anderen habe ich wenigstens für Klamotten gesorgt. So! Super! Bam! Arschloch! Ach Mann, die Zeit ist schon wieder rum, verdammte Kacke. Ich muss mich anziehen. So, muss ich denn jetzt nachher drüben auch noch Schützbalken bauen? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab's geahnt, da muss noch ein Schützbalken. Zielen kannst du. Da muss noch ein Schützbalken hin, verdammte Scheiße. Wo sind meine... Oh, das Gelege. Den tue ich mal wieder weg. Den tue ich mal wieder Warum weg. Warum leckt das immer? Das weiß ich nicht. 1, 2, 3. So, wo ist jetzt... Hast du noch so einen Stützbalken oder muss ich den selber bauen? Was? Stützbalken? Was für einen? Na hier noch so einen drunter klemmen. Ich hab nur einen. Ja gut, dann hab ich noch. Dann muss ich selber bauen. So rum. Nee, hab ich doch nicht. Oder hab ich doch? Doch, hab ich. Doch. Hier, unter den, ne? Unter den vorletzten. Warte mal. Hier. Doch. So. Steht er jetzt auf dem Boden? Ja, scheint so. Halt irgendwie nicht. Ne? So, also, Test. Also, es hält. Es hält! Ich hab Angst. Warum? Alter, ich hab Angst, dass das Ding einkracht. Weil das ist... Das kann noch nicht halten. Warum denn nicht? Physikalisch gesehen. Das ist ein Quatsch. Die Holzbretter halten raus. Physikalisch gesehen kracht es in der Mitte ein. Ach Quatsch. Die Bretter halten noch was aus. Physikalisch gesehen würde es in der Mitte einkrachen. So ungefähr, Quatsch, so ungefähr sieht unser Balkon auch aus. Und da kracht nichts ein. So ungefähr ist aber nicht genau. Stützbalken kannst du auch noch ausbauen, ne? Echt? Yep. Achtung, Stacheln. Oh, das ist ja jetzt doof. Guck mal, jetzt hast du hier drüben. Kannst du den Stützbalken auch anders setzen? Kann man den Stützbalken auch anders setzen? Ja, an alle vier Ecken. Hm.
Scheiße. Die kannst du nur an die Ecke setzen. Also die kannst du nicht genau in die Mitte setzen. Ist mir schon klar. Ich hätte ihn auch lieber in der Mitte gehabt, ne? Aber du kannst ihn doch trotzdem noch drehen, oder? Ja, kannst du. Kannst du den jetzt drehen? Mit der R2-Taste. R2 kann ich ihn abreißen. Was? Na, wenn ich jetzt R2 drücke, wenn ich davor stehe, dann kann ich ihn abreißen. Ja, mit deiner blöden Axt, Mann, aber nicht, wenn du so einen Balken in der Hand hast. Ich hab keinen Balken in der Hand. Aber ich! Warum? Puh, nur so. Warum hast du das? Ich hab Angst. Ja, aber halt nur an den Ecken, wie gesagt. Das finde ich ein bisschen doof. Ich hab Angst. Wenn das jetzt einkracht, dann gebe ich dir die Schuld. Kannst du doch. Mein Gott, mach hinne. Nimm doch so die. So möchte ich das. Kannst du auch die äußere Ecke nehmen, geht das? Welche äußere? Ne, du willst doch nicht. Ich will doch ein bisschen drüber hängen lassen. Na, genau die äußere Ecke halt. Ich will doch ein bisschen drüber hängen lassen. So. Na, bau auch! Los! Na, du Witzbold. Wieso? Irgendwie. Musst du L2 drücken. Ach, geht nicht, weil ich jetzt unten oder mal. Och, Alter, jetzt stell ich doch nicht so an wie so ein Hannes. Ich muss das bei dir wieder wegreißen. Sonst kann ich da nichts drunter bauen. Weil es im selben Kästchen ist. Alter, wir sind bei 31 Minuten. Mehr 30. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So. Und jetzt möchte ich das gerne wieder. Du willst das symmetrisch haben, sozusagen. Hast du ja vorhin gesagt. Richtig. Ich baue hier den Balken schon mal aus. So. Balken ausgebaut. Gehen hier auch ausbauen. Was denn? Falsche Taste gedrückt. Was für eine? Ach Mann! L2, sag ich ja die ganze Zeit. Ne! Ja, aber warum kann ich die jetzt nicht bauen hier? Ich helfe dir. Ich kann den nicht hier drunter setzen. Hier, kann ich nicht reinsetzen. Warum? Weiß keiner. Ach, weil ich mit Kästen stand. Aha. Wir haben ein Problem. So. Was haben wir für ein Problem? Okay. So meinst du. So, ja. So. Ausgebaut. Das ist jetzt ausgebaut, oder? Hast du eins? Hab ich's falsch gemacht. Hatte ich eins vergessen? Nee, ich hab's falsch gemacht. Mann, ey! Machst du alles kaputt? Ich mach gar nichts kaputt. Klar. Nein. Ja, machst du mal alles kaputt. 4. Machst du da immer. 4. Ausbauen, 4. Ausbauen, ausbauen. 4. Das kann sich ja wieder nur um Stunden handeln. 4. Ich hoffe, du machst es auch bloß mit 4, sonst raste ich aus, ja. Er macht es mit 8. Natürlich. Das ist doch bloß ein Fußboden. Das kommt doch, greift doch keiner von unten an oder so. Weißt du's? Ob die Zombies hier vielleicht von unten da hoch hüpfen? Weißt du's? Holz ist doch genug da. Ja, sehr gut. Das läuft ja nicht weg. Ist ja gut. Wenn gut ist, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht zu viel hämmer. Weil ich habe Metall einstecken, weil dann setzt du nämlich ganz schnell Metall drauf. Echt? Hm. Hä? Ja, dann brauchst du doch... Hä? Dich hier? Flugzeug. Besuch.
Ach ja, ein Fliegerzeug. Ja, wir sind so. Eigentlich schon lange über ein paar drüber. Wir sind schon bei 35 Minuten, liebe Freunde. Ich würde das aber gerne rausbauen. Fertig, zumindest hier unten. Dass wir da wenigstens so einen Abschluss haben. Na gut. Weil das ist ja sowieso gleich fertig. Na gut. Nicht? Na gut. Oh, jetzt bin ich in deine scheiß Dinger Zombie. Gelaufen. Oder? Was warst du? Ich bin in deine scheiß Dinger reingelaufen. Hat sich genauso angehört wie ein Zombie, Alter. ja. Fertig. Zumindest von unten. Hm. Oben natürlich noch nicht, aber... So, also ihr wisst auf jeden Fall, wo es lang geht. Das wurde noch zur Seite ausgebaut hier. Ich würde aber... Jetzt ist hier in die Lootkiste runtergekommen. Ich kann kotzen. Hä? Was? Hä? Scheiß doch jetzt mal auf diese scheiß Lootkiste, Alter. Warum scheißt man oder scheißt doch nicht auf Loot, wo Waffen drin sind, Arznei und Essen und Zeug, das scheißt ja, man doch nicht. Ja, aber das ist doch nicht das erste Mal. Was? Das letzte ist nicht das Mal, erste also. Und letzte Mal, dass da... Außerdem, nachher haben wir so viel Loot, dass wir uns selber irgendwelche Waffen bauen können. Oder so. Ja, wir haben ja auch Blaupausen, so ist es ja nicht, ne? Oder? Dachte ich. Hast du? Ja. Nicht? Eigentlich schon. Okay, jetzt baust du da aus. Mhm. Sag mir, wenn, wie weit du damit gehen willst, dass ich irgendwann mal einen Zaun außenrum setzen kann. Na, ich würde sagen, dass wir jetzt oberhalb das alles so ausbauen in der Länge, Breite, Höhe. Dass wir unten sozusagen einen kleinen Eingang haben und oben ist es alles synchron. Oh mein Gott, doch mal. Das heißt doch symmetrisch die Höhe, die Größe. Ja, ja, symmetrisch, ja. Ich bin auch nicht drauf gekommen, also macht ja nichts draus. Das heißt, du kannst in diesem Abstand hier, wo bist du? Ich bin bei dir. In diesem Abstand hier kannst du einen Zaun rumziehen. Hier so, und dann musst du hier halt... Ich meine doch oben, oben einen Zaun, nicht unten. Ach so. Ich meine ja oben, dass wir nicht runterfallen oder dass wir, keine Ahnung, dass die Zombies halt nicht so einfach hochkommen. Also kriegt unser kleiner Kopf hier, kriegt eine Krone drauf. Und hier hinten würde ich sogar noch sagen, dass wir, und hier hinten würde ich sogar noch sagen, den Stein, der kommt dann weg. Hier machen wir dann einen kleinen Garten hin und hier geht's dann, führt dann einen Weg nach unten und da bauen wir uns eine Mine aus. Okay. Also, dass wir hier rauslaufen, wenn der Stein dann weg ist, natürlich dann hier hinten irgendwo, vielleicht sogar in den Berg rein. Hier vielleicht diesen sogar, riesen Knüppel hier. Vielleicht sogar hier so in den Berg so rein. Mal gucken, ja, ja. Wir bräuchten halt mal eine bessere Axt, ne? Eine bessere Axt? Ist das eine Axt? Ja. Bringt gar nichts, ich habe ja eine bessere Axt gehabt. Echt nicht? Selben grün? Es gibt eine Metallspitzhacke, aber das ganze Zeug kannst du erst bauen. Hm. Wenn wir nee, ich meine, dass wir den Stein schneller abgebaut haben, das meine ich. Ich würde gerne eine Schmiede und so. Nee, das meine ich doch, brauchen wir eine Steinspitzhacke und da brauchen wir eine Schmiede dazu. Und dazu brauchen wir Eisen. Zu der Schmiede? Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? Zur Schmiede brauchen wir. Eisen haben wir ja eigentlich. Stopp, durch die Steine. Doch mal aus, warte doch mal, ich gucke erst mal. Und zwar brauchen wir zur Schmiede einen kleinen Stein, 50 Stück, okay, das ist kleine Lumpen, Lehmklumpen, 50 Stück, ein Blasebalg okay. Und ein kurzes Eisenrohr. Okay, da fängt es schon an, ne? Ja genau, Blasebalg können wir selber erstellen, Lehmklumpen, keine Ahnung, müssen wir uns wahrscheinlich eine Höhle bauen. Und ein kleiner Stein, ja klar, den kriegen wir auch. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich jetzt hier... Ich einfach mal... Alter, der Part geht schon 39 Minuten. Ja, dann... Ich würde schon gerne langsam aufhören. Was ist denn jetzt hier los? Ich komme doch mal aus meinem Menü raus. Was ist jetzt los? Drück Kreis. Geht nicht. Guck mal, hörst du es? Klick, 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 klick. Dann drückst Touchpad. Geht nicht. Geht alles nicht. Was bist denn du überhaupt? Ich stehe im Haus. Jetzt ist weg. Ich muss mal kurz ins PSN gehen und wieder zurück. Ich will jetzt mal probieren und zwar machen wir mal. Du willst die ganze Zeit aufhören, machst es aber trotzdem nicht. Ja, weil mir jetzt noch was eingefallen ist. Weil man will ja gerne mal wissen,
Ja. Was? Was denn? Was willst du denn wissen? Ich spuddel doch schon. Ich will wissen, ob es hier Leben gibt. Na, mein Gott. Wenn ich hier gerade bei was drin bin, dann kannst du doch nicht. Du sagst was, ich würde gern wissen, und dann hörst du mittendrin im Satz auf. Ja, das mache ich immer so. Ja, ich weiß, deswegen sage ich es ja. Also, wie kriegst du alles? Wo ist denn Bumm? Erstmal alle Kisten durchsuchen und die letzte ist es dann wieder, wa? Da müssen wir mal merken, wo du was ist. Nö, ist es nicht. Hä? Was suchst du denn? Eine Axt? Welche Axt? Du musst schon welche machen. Haben wir keine mehr? Nö. Da. Die sind kaputt, die Metalläxte. Ist egal. Kann ich nicht ganz machen? Warum kann man die nicht ganz machen? Weil dann wir dazu eine weg. Schmiede brauchen. Nein, lass die da drinnen. Wir brauchen eine Schmiede, dann kann man die nicht reparieren. Meine Fresse. Oh. Soll ich denn alles wegschmeißen? Weil kaputt. Also ich finde hier nur sinnlose Erde. Wie weit musst du da runterbuddeln? Ja. Ich kann mir eine Axt bauen. Wow. Doch so viel. Ich weiß nicht, wie weit man da runter muss. Ja. Um hier irgendwas Sinnvolles zu finden. Ja, ist halt wie beim Minecraft, ne? Wenn du Glück hast, findest du was. Und wenn nicht, dann hast du halt eine scheiß Stelle erwischt. Ganz einfach. Das muss doch mal hier irgendwas geben. So ein kleines bisschen, so ein Ansatz zum hey, es geht hier, man könnte hier weiter buddeln, das bringt was. Aber ich buddel hier die ganze Zeit und komme nur an doofe Erde. Tja. So ist das halt. Bastel, bastel. Ah, warte mal, sorry. So, hier buddel ich nochmal rein. Das wollte ich halt nochmal schnell probieren. 42 Minuten, naja, mein Gott, jetzt ist halt der Part so lang. Ich krieg hier nichts weiter raus. Ich komme mal wieder raus aus dem Loch. Wenn ich hier wieder rauskomme, heißt es. Ich muss mich rausbuddeln. Einmal nach oben buddeln. Gerade nach oben. Wie bei Minecraft. Oder? Immer nach oben. Ich glaube, dass du dann hier nicht in das Loch reinfällst. So, ein Stein ist schon mal weg. Der kleinere. Der Einstein ist dann weg. Ja, wie gesagt, fall da nicht hier vorne in das Loch rein. Dann machst du. Wenn du mir verrätst, wie man Löcher zumacht, dann mach ich's gerne zu. Indem du die Erde nimmst und... Ach nee, ist ja kein Minecraft. Oh, warte mal, ich habe jetzt hier fruchtbare Erde. Mann, hör doch mal auf, mich mal auf Ideen zu bringen, dass ich hier weitermache und weitermache und weitermache. Ich habe nichts gemacht. Nein. Was habe ich denn jetzt? Hä? Ja, guck mal, das, so sieht's aus, wenn du die Erde auffüllst. Dann hast du hier nämlich einen Hügel wiederum. Naja. Super. Ja, so wollte ich das schon immer haben. Ich schau mal lieber auf die Chase, also sonst versauen wir uns hier die ganze Gegend. Oh ne, passt schon. Passt schon, sieht ja schön aus. Sieht doch gut aus, dann ist das wenigstens geschützt. Der Holzbalken, dann hast du keine Angst, dass der irgendwie in der Luft hängt. Ich höre das schon wieder, ein Zombie. Das bin ich, Mann. Warum bist du das? Weil ich die Sache gedreht habe. Kannst du dich anhören wie ein Zombie? So, okay. Du kannst Scheiße. Dann auch noch Erde setzen, falls du magst. Was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht, ich mache jetzt was. Du hast nämlich gesagt, ach du Scheiße.
Ja, habe ich Hunger, habe Durst, wie Sau. Hast L3 gedrückt? Nein. Schade. Ich habe ja gesagt, ich habe Hunger und Durst, wie Sau. Nummer 1. Ich habe schon wieder eine Dose. Nicht damit. Zwei. Eisen, 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 Eisen. So. Warte mal, apropos, wo sehe ich denn, ob ich Hunger oder Durst habe? Wo stand denn das nochmal? Nirgends. Oder? Doch. Was ist denn das Hungersymbol? Also genau. So ein Teller mit. Nee, Gabel. Du musst oben, also in dein Inventar siehst du es oben auf der Figur links neben der Karte. Und da siehst du rechts, Nahrung habe ich 40%, Wasser 100% und bla 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 bla. Karte? Ja, Karte. Was? Du bist wieder mal so blind, Alter. Drück Viereck und oben, wo Fertigung steht, links daneben ist eine Karte und da daneben ist dein Charakter und da gehst du drauf und da findest du das. Rechts. Keine Ahnung, von was du gerade redest. Du fragst, wo deine Nahrung und deine Dings ist. Und da gehst du auf Viereck und dann hast du oben eine Symbolleiste, die du mit L und R1 durchklicken kannst. Da gehst du auf deine Figur. Auf deinen Charakter. Da steht rechts Nahrung, Wasser, bla bla bla. Meine Herren. Sag ich doch, eine Gabel ist Nahrung. Sag ich doch die ganze Zeit. Nein, Gabel ist nicht Nahrung. Nahrung ist ein Teller mit Messer und Gabel. Also bei mir ist da eine Gabel. Dort. Steht Nahrung daneben. Ja, aber nicht im Hut. Im Hut ist. Spielerstatistik. Aber nicht im Hut. Du kriegst es aber nicht im Hut angezeigt als Gabel. Ich habe im Hut keine Gabel. Ja, das kommt noch, wenn du hungrig bist. Jetzt, wenn du nicht hungrig bist. Ich habe im Hut nur Erste Hilfe und. Ja, wenn du hungrig bist, dann kommt das Symbol. Wenn du nicht hungrig bist, dann kommt das nicht. Ich dann ist nie was. Hungrig. Ich bin nur satt. Halt die Fresse. So, okay. 47 Minuten. Jetzt ist aber Schluss hier, meine lieben Freunde. Da würde ich sagen, viele. Also, übelst Energie. Warum ist ein Dings? Wir haben doch. Ich habe doch. Ich hab doch. Du hast mir Null abgezogen. Oh, Mann. Musst du echt mal die Einstellung gucken, Alter. So. Ja, und auf jeden Fall. Du ziehst nur nichts ab. Ich hab zu wenig Energie von Anfang an. Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss hier. Wer die Folge jetzt bis zum Schluss gesehen hat, der wird jetzt ab morgen auffallen, dass ab morgen keine Folgen mehr kommen, denn wir machen das Ganze jetzt Dienstag, Donnerstag, Samstag. Welche Uhrzeit hat man gesagt? 14 Uhr. 14 Uhr. 14. Kommt jetzt jeweils ein Part. Und ja, also Dienstag, Donnerstag, Samstag, 14 Uhr. Kommt jetzt immer. 7 Days to Die. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann, je nachdem, was für ein Tag heute ist, dann na, eben ab Dienstag, Donnerstag oder Samstag. Also dann, tschüss! Tschüss!